Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen natürlich wieder Valheim. Ihr seht, ich bin gerade in der Base. Ich habe Dings gefarmt, Edelholz in der Ebene, und habe mal kurz ein Portal gebaut, damit ich hierher komme, weil erstens, ich brauche Essen. Und zweitens, ich brauche Essen. Nein, ich will Dingsbums. Was wollte ich jetzt sagen? Die Münzen gleich mitbringen. Ich nehme dann ein Timelapse-Video auf, wie ich wieder zu Darko schnell schipper. Und dann wollen wir mal mit dem Harald traden. Heißt der Harald? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Scheiße, ob das reicht? Ich hätte mich kurz im Discord, da kostet zwar gerade noch AFK, aber okay. Das brauchen wir nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Was brauche ich noch nicht? Wie viel wiegt denn das? 9 und 8, du Scheiße. Ist egal, wenn ich alles rauswerfe. Da ist egal, was ich alles rauswerfe. So. Tü. Kurzen Schluck Kaffee gegönnt, ja. Wo sind wir? Da sind wir. 6. Nein, die 6 kaputt machen. Alles einsammeln hier, danke. Und das Boot ist da. So, mal ganz kurz Ausdauer raggen hier. So, das reicht. Rein. Zurück, und ich würde sagen, ab hier beginnt das Timelapse-Video.
ist das Time-Lapse-Video beendet und ich entnehme mich im Discord aus Gründen wegen Quatschen. Du hast gerade irgendwas getötet, kann das sein? Ja. Ich habe das bis zu mir gehört. Mit dem Critical Hit. Oder durch das Mikro. Nee, das war richtig hier drin. Ich habe das in den Kopfhörern, diesen Critical Hit gehört und... Ja. Darko, ich brauche dich hier ganz schnell. Oh, da ist schon wieder unser freundlicher Geist. Wo denn genau? Du musst mich beschützen. Gott, hier ist ein Bandenkrieg. Shit. Ja, benutzt doch mal. Du bist zu überladen, du darfst das nicht benutzen. Wow! Da vorne, in Richtung. Warte, ich drehe das Boot mal kurz dahin. Ist nämlich ein Troll. In diese Richtung. Down. Okay. Und es wird Nacht. Leck mich am Arsch. Woran siehst du, dass Nacht wird? Ach nee. Ich werf sie dir gleich raus, okay? Du fährst gerade wieder mit dem Boot rückwärts. Ah, scheiße. Na, jetzt. Da kann ich dir doch mal einlenken kurz. Das ist geil. Das würde wehtun. Das ist erstmal egal. So. Ich hab jetzt ein Stack. Du fährst schon wieder rückwärts. Komm mal an Bord und nimm mal bitte so viel raus, wie du schaffst. Ich kann maximal noch 45 aufnehmen. Ich habe ja noch die Sachen vom Portal inne bei mir. Wobei, das Portal kann ich doch auch hier jetzt so aufbauen. Ich habe da drin sind noch 100 irgendwas. Ja, warte kurz. Wir teilen es auch gleich auf. 21 Holz, sehr schön. Okay, mehr kann ich nicht wegwerfen. So. Gut, du hast jetzt wie viel insgesamt? 3 Stacks und ein Drittel. Warte, wir machen noch mal... alles da rein. Das brauche ich nicht. Wir haben jetzt 3 Stacks. Nimm dir 3 Stacks und. Nimm dir mal einen Stack raus. Ab. So, die Hälfte ist da. Das und davon
So, nimmst du dir nochmal oben oder unten die Reihe raus, dann ist es aufgeteilt. Ab. So. Können wir uns ja jetzt absprechen, was wir kaufen? Na, ich hole mir die Stirnlampe und den Stärkering auf jeden Fall. Muss man den eigentlich dauerhaft im Inventar behalten? Natürlich, das ist wie die Wünscheroute. Beim Stirnreif wird zum Beispiel der Helm ersetzt. Und beim Stärkering wird die Wünscheroute ersetzt. Gehst du ein Licht durchs Feuer? Stärke hole ich mir auf jeden Fall. Den und den. Gut, also wenn du den Armreif und den Ring holst, ist nicht mehr genügend da für eine Angelroute. Ich habe nur noch 322. Ja, komm her, ich gebe dir das. Oder so. Sonst hätte ich dir meins zu. Ich kann dir auch meins zuwerfen. Ist mir Schnuppe. Da holst du Köder und Angelroute noch. Und eventuell. Also ein so ein Yassi-Fleisch, wenn es noch geht. Also eine Angelroute, ein Yassi-Fleisch und den Rest kannst du in Köder ballern. Warte, ich glaube, dir das da alles sind. Oh oh. Was denn? Das habe ich ein bisschen übertrieben, glaube ich. Warum? Wie viel Köder hast du geholt? Okay. Entschuldigung, ich habe dir meine Stirnlampe zugefangen. Ja, die liegt noch dort. Also. Und das Restgeld auch. Genau. Die Angel. Ach, und die Angel. Ja, warte mal, warte. Da musst du hier nochmal was mit aufnehmen. Yamir-Fleisch, genau. Ja. Also, wie gesagt, ne, die, wenn du den Magian Gear Dingsblums, der, wer dir Stärke gibt, da wird die die Wünscheroute ersetzt und bei der Stirnlampe eben der Helm. Weil du kannst ja nicht beides auf einmal anziehen. Und die hätte man eventuell am Anfang wirklich gut gebrauchen können. Die was? Die Stirnlampe für die ganzen Dungeons. Ist halt Zufall, wo er spawnt. Ja. Aber irgendwie war mir das klar, dass der hier außerhalb spawnt. Erstmal zurück. Ja, definitiv. Und da ich noch ein bisschen Platz habe, farm ich nichts mehr. ich muss da lang. So, und jetzt dann war ja nur noch die Weihnachtsmütze, oder? Und die braucht man ja nicht. Ja, ich glaube. Ja, die können wir uns holen, wenn Weihnachten ist. Wir werden das Portal aber hier stehen lassen. Müssen wir später nur einmal zu dem ganzen Scheiß da drüben rüber rennen. Und sortieren, was wir brauchen, was nicht. Eigentlich ist das, was wir nicht brauchen. Denn das kann man alles wieder neu farmen. Ja. Ja, aber ich habe da auch noch zum Beispiel Moskitostachel drin und so weiter. Ja, das kann man alles in der Ebene wieder neu farmen. Die Tiere spawnen ja alle nach. Können wir, aber solche Sachen sind doch schade, wenn man sie verschwendet. Wohin mit dem ganzen Scheiß? Das ist eine gute Frage. Komm mal hier mit ins Lager. Bist du überhaupt schon auf der Map? Na, natürlich, ich bin schon bei uns in der Base. Weil der Mannequin nicht da ist. Der reist jetzt hier gerade in Schneckentempo erst an. Ich sehe dich aber schon hier vor mir. Der sehnt dich auch. Wohin, was du? Hier oben mache ich, da kannst du die Angelköder reinmachen. Da ist auch Angel drin. Zweite von rechts, ganz oben. Hab. So, jetzt reparieren. Kann ich dir das auch sagen. Dieser Hammer. Für das Fleisch, das ist der Frostner, der macht Hauen 35, Eis 40, Geist 20 und ist ein Witz. Und das Fleisch an sich kannst du aber auch nicht essen. Jo. No. Die dürren Überreste von Riesen-Imir.
Ja, keine Ahnung. Ich hau das mal bei den Sogling-Kern mit rein. Gut, ansonsten hier ist noch Mehl einzusammeln. Das mache ich noch. Und dann war's das für mich aber auch schon. Ich habe schon gesehen, du bist offline. Ganz kurz hier. Die Wünschelrute und die Stirnlampe erstmal rein. Genau. Ja, gut, dann ist ja immer kurz vor dem Ende hier. So, da haben wir mit dem Händler getradet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. In der nächsten Folge werden wir dann nach Norden oder Süden fahren. Das dürft ihr gerne in den Kommentaren entscheiden. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.